Ich begrüße Steffen hier aus Dubai. Er ist vor 2 Wochen eingewandert in Dubai und ausgewandert aus Deutschland. Und Steffen ist nicht nur jemand, der mit Deutschland sozusagen einen Schlussstrich gezogen hat, sondern auch jemand, der Pavel Durow kennt. Darüber möchten wir heute sprechen, wie es weitergeht mit dem Gründer von Telegram, Pavel Durow, was das für ein Mensch ist, aber auch wie es weitergeht mit dir, Steffen, hier in Dubai. Wir hatten ja schon in einem der letzten Videos Auswanderungsthemen gehabt. Liebe Leute, wenn ihr auswandern wollt, wenn ihr einen neuen Pass braucht, schickt mir bitte keine Mail. Ich kann euch nicht beraten. Wir haben aber hier unter dem Video einen Direktlink zu einem Spezialisten, den Oliver von Wurmbrand, mit dem ich ja letztens das Interview gemacht habe. Dort könnt ihr euch hinwenden mit der Frage, wie man das am besten macht mit dem Auswandern und wenn man auch einen neuen Pass möchte, wie das funktioniert. Im Übrigen hier nochmal der Hinweis, wenn irgendjemand eine Verbindung machen kann zu Pavel Durow, dem Telegram-Gründer. Wir haben hier verschiedene Kanäle versucht anzuzapfen. Er hat sich leider nicht gemeldet. Wir würden gerne mit dem Management auch sprechen, denn er scheint ja sehr scheu zu sein. Bitte meldet euch bei mmnewstv@gmail.com, auch diese Mail hier unter diesem Tube. Aber bitte nur bei dieser Geschichte, nicht wegen Auswanderungsgeschichten. Die müssen wohl überlegt werden. Und jetzt kommen wir zu dir, Steffen. Also seit 2 Wochen bist du hier. Ja, hallo Micha, genau. Seit 2 Wochen bin ich jetzt hier. Und was war das für ein Schritt? Fühlst du dich hier wohl? Ja, also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin natürlich auch nicht einfach ad hoc von heute auf morgen hierher gegangen. Ich bin jetzt schon mehrere Jahre immer wieder für mehrere Wochen übers Jahr gesehen hier gewesen, habe Kontakte geknüpft, habe mir das sehr genau angeschaut, habe auch Kontakte zu Locals Emiratis gemacht und habe einfach einen sehr tollen Eindruck von diesem Land gewonnen, die Möglichkeiten, dass es bietet, also beruflich genauso wie auch privat und in der Freizeit und ja, ich fühle mich wohl. Ja, ein mutiger Schritt, aber ein Schritt, der wohl überlegt sein will. Ich höre aus Deutschland sehr viele verzweifelte Leute auch, die einfach nur weg wollen. Ich meine, man muss sich das schon richtig überlegen, man kann da keine spontanen Sachen machen. Nein, genau so ist es. Ist auch immer wieder in den letzten Videos schon angeklungen, dem könnte ich nur zustimmen. Und wie ich gerade selber schon formuliert habe, es muss wirklich auch Zeit investiert werden. Man muss sich wohl überlegen, welches Land die Gründe. Es sind dann doch andere Kulturen, andere Begebenheiten. Komme ich damit klar? Ist das wirklich mein Leben? Vieles kennt man immer nur aus dem Urlaub und dann erscheint es erstmal schön und dann ist es das Paradies. Aber in solchen Paradiesen zu leben, ist dann doch nochmal was anderes. Ja. Ja. Du hast also auch dann hier eine Firma gegründet und die Firma, die bietet dir dann das Visum, damit du hier ein- und ausreisen kannst, wie du willst. Genau, das ist richtig. Ich habe praktisch ein Investor-Visa, dadurch, dass ich hier eine Firma aufgestellt habe, die mir jetzt für die nächsten 3 Jahre erlaubt, hier nach Dubai ein- und auszureisen. Das kostet ungefähr irgendwie zwischen 6.000 und 8.000, 9.000 Euro, oder? Ja, ganz grob. Das hängt davon ab, welche Firma das man aufstellt, was man genau für Arbeiten hier verrichtet. Aber ich sage mal zwischen 8 und 10, ja. Also für Arme ist es nichts unbedingt. Du musst ein bisschen Geld dabei haben. Ja, genau. Weil es geht auch nicht nur um die Gründung. Damit ist erstmal die Firma nur gegründet, aber dann muss man hier auch noch leben. Die Verfahren hier, gerade Eröffnung Bankkonten, dauert hier gerade im Moment etwas länger, als es schon mal der Fall war. Also man muss ja auch erstmal eine kleine Durststrecke auch noch zusätzlich überwinden und nicht nur einfach die Firma gründen. Mhm. Aber du hast mit Deutschland quasi Schluss gemacht, ja? Weil dir die politische Entwicklung in Deutschland auch nicht so gefällt, oder wie? Oder du sie als bedrohlich sogar ansiehst. Ja, richtig formuliert. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Die Politik, ich verfolge das ja immer noch mit, was zu Hause passiert. Und es erdrückt mich einfach zu sehen, was mit unserem schönen Land passiert. Plus natürlich aber auch die Vorzüge hier, die man in Dubai hat. Man hat hier einfach noch ganz andere Freiheiten. Also jetzt nicht nur während der Pandemie, das war ja auch eben vorher schon so. Also wenn ich nur ein Beispiel nennen kann, dass man hier am Wochenende einfach an jeden Strand mit seinem Camper fahren kann, das sind nur die Freiheiten, die kennen wir so in Deutschland nicht. Ja, und vor allen Dingen kann man hier immer noch in die Mall gehen, einkaufen gehen, ins Restaurant gehen, ohne irgendwelche Tests. Bis jetzt jedenfalls. Das ist richtig, ja genau, bis jetzt jedenfalls. Auch die Veranstaltungen, ich war jetzt kürzlich mal im Kino und auch, also selbst in solchen Bereichen, wo ja in Deutschland überall Tests verwendet wird, oder ich habe jetzt von einer Bekannten gehört, dass sogar, sie ist mit den Kindern zum Schlittschuh laufen und musste sich testen lassen. Also das gibt es hier alles nicht, nee. Ja. Jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt. Also nochmal, wenn ihr da weitere Infos haben wollt, der Link zu Oliver von Wurmbrand und seinem Büro gleich hier unter dem YouTube. Wenn ihr Fragen habt, bitte erstmal diesen Link anklicken und keine Mails an mich schicken. Wir haben uns hier auch kennengelernt, weil du jemand bist, der Pavel Durow, zumindest die Bekanntschaft mit ihm gemacht hat.
Und die ganze Welt ist ja nun hinter Telegram her und sucht diesen Menschen. Was ist das für ein Mensch, Pavel Durov? Ja, Pavel. Also ich hatte, wie du gerade sagtest, das Glück, ihn mal kennenlernen zu dürfen. Und ich war überrascht. Er ist ein sehr ruhiger, zurückgezogener Mensch. Und man liest ja von ihm, und das kann ich nur bestätigen, dass er sich sehr gesund ernährt. Also hauptsächlich Fisch. Ja. Rohen Fisch. Ja, rohen Fisch, genau. Rohen Fisch. Ist gern zurückgezogen, kein Alkohol. Also sehr diszipliniert. Sehr, sehr diszipliniert, genau. Ja. Du hast auch gesagt, als du ihn kennengelernt hast, hat man gar nicht den Eindruck, dass er so was Großes wie diesen Messenger-Dienst Telegram gemacht hat. Also das wirkt eher schüchtern, sagtest du im Vorgespräch. Genau, ja. Also so wirkte er auf mich, ja. Ich hätte da eine etwas andere Person erwartet, die vom Charakter eher etwas offensiver ist. Es erschien mir sehr, sehr introvertiert, ja. Mhm. Er sagt, man soll keine Furcht haben, habe ich heute gelesen. Er sieht sich auch so ein bisschen philosophisch als Freiheitskämpfer. Ja. Er sagt, man sollte keine Furcht haben, weil Furcht ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Deshalb habt keine Furcht. Finde ich eigentlich ein ganz, ganz guter Spruch. Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich nur zustimmen. Gerade auch jetzt in der Situation, in der wir uns befinden, ist es, glaube ich, sehr wichtig, genau, keine Furcht zu haben. Ja. Snowden ist offensichtlich Edward Snowden, sein großes Vorbild, ja. Sein Held. Ich habe das Gefühl, er hat keine Angst vor den Regierungen, die ihm ja oder seinem Dienst jetzt den Garaus machen wollen. Nein, hat er nicht. Und ich weiß auch, er hat noch ein weiteres Vorbild. Das ist Neo aus dem Film Matrix. Wer? Neo aus dem Film Matrix. Ach, den hat er auch als Vorbild. Ja, selbst schon beim Schulabgang hat er formuliert, dass er irgendwann mal so ein Internet-Nerd werden möchte. Und angeblich, es gibt Gerüchte, kleidet er sich hauptsächlich auch schwarz aufgrund des Films der Matrix, weil das auch eines seiner Vorbilder ist. Mhm. Hast du sonst noch irgendwelche Informationen? Glaubst du, es ist schwierig, ihn zu treffen? Ja, mit Sicherheit. Dort, wo ich ihn kennenlernen durfte, das ist jetzt nicht Dubai, so viel können wir sagen, hat er mehrere Aufenthaltsorte, also er wechselt die auch täglich, hat immer ein enges Umfeld um sich, Privatköche, die dann nur so kochen, wie er das dann gern auch hat. Mhm. Es ist fast unmöglich. Er muss sich ja praktisch auch verstecken irgendwie. Ja, klar. Also wenn man sieht, wie gerade auch bei uns die Medien jetzt anfangen, auf Telegram, ich sag mal so salopp, herumzuhacken und wie er doch auch überall gesucht wird, natürlich auch durch Russland, ist logisch, ja. Er wird von allen Diktaturen wird er irgendwie gesucht. Genau. Jetzt genau. Auch von uns. Ja, auch von uns. Nur, dass wir keine Diktatoren sind in dem Sinne. Noch nicht. Ja. Aber er ist doch eigentlich ein Freiheitskämpfer der klassischen Art. Er wird von allen verfolgt und ich habe auch gehört, dass man Telegram eigentlich gar nicht sperren kann. Also Geoblocking und das Ganze funktioniert nicht, denn er hat das ja schon alles ausprobiert mit dem Iran, mit Belarus, mit Russland und so weiter. Genau. Dürfte also schwierig sein, das irgendwie aus dem Netz zu verbannen. Ja, das wird schwierig sein. Also das Einzige, was wahrscheinlich kommen könnte, ist, dass es eben aus den App Stores bei Apple und Android verschwinden wird oder dass dort vielleicht irgendwelche Bugs mit eingebaut werden, dass es irgendwie minimiert nur noch verwendet werden kann. Aber deshalb geht es ja immer noch, vielleicht sollte man darauf auch jetzt in dem Zusammenhang mal kurz hinweisen, die Internetseite, wo man ja das App auch immer noch runterladen kann. Man kann muss Telegram nicht über die Stores gehen. Man kann eben, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Eben diese Funktion auch alle über eine ganz normale Webseite aufrufen. Genau. Ja. Er muss unheimlich viel Geld haben, dieser Pavel Durov. Weiß man irgendwie, woher er das hat? Angeblich hat er sogar einen Mäzen oder so. Ja, also Geld hat er mit Sicherheit. Da kann man nur vermuten. Man weiß ja auf jeden Fall, dass er durch den Verkauf seiner früheren Plattform VK, also das ist ja das Pendant zu Facebook, angeblich bis zu 300 Millionen Dollar erhalten haben soll. Dann hat er ja immer wieder Investoren für eine mögliche Kryptowährung in Verbindung mit Telegram gefunden. Also da sind wieder Milliarden geflossen und ich denke mal, er ist ja auch ein schlauer Kopf. Also selbst das Geld, das er von VK erhalten hat, wenn er das richtig investiert hat, dann ist klar, wo das Geld vielleicht dann doch herkommt. Ja. Aber ein Verbot oder ein staatliches Vorgehen gegen Telegram wäre ja auch eine Zäsur in Deutschland.
Und hast du das Gefühl, dass die Freiheit in Gefahr ist, dass wir in eine Art Überwachungsstaat gehen unter dem Vorwand der Bekämpfung der Krise? Ja, definitiv, so kommt es mir vor. Eigentlich ist es sogar offensichtlich, wenn man die anderen Plattformen sieht, die es sonst noch gibt, Twitter, YouTube und Co., und mitbekommt, wie dort zensiert wird, und jetzt gleichermaßen feststellt, dass Telegram der Regierung ein Dorn im Auge ist, weil man sich dort noch frei äußern kann, dann ist für mich ganz klar sichtlich, wo die Reise hingehen soll. Ja. Es ist ja auch furchtbar, wie die Medien, also der Mainstream, darüber berichtet. Ich meine, wenn wir Telegram sehen, liegt wahrscheinlich für den Mainstream und für die Politik das Problem auch darin, dass hier eigentlich das Internet neu erfunden wird. Weil jeder kann dort ja einen Kanal aufmachen. Genau. Also wie eine Internetseite eigentlich, dass es dort ein Kanal kann jeder aufmachen und kann jeder machen, was er will eigentlich. Und es sind ja nur 99,9% dieser Kanäle sind ja völlig harmlos. Ja? Das wird ja von den Medien so gar nicht dargestellt. Nicht. Und dieser Hatz auf Telegram bezieht sich ja nur wirklich auf eine ganz geringe Minderheit von irgendwelchen Dingen, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Und die werden aber aufgeblasen und somit wird der ganze Messenger-Dienst quasi zur Gefahr für die Demokratie. Ja, das ist doch wirklich sehr merkwürdig. Es ist wirklich merkwürdig, ja. Telegram hat ja auch, du hast es gerade angesprochen, einen riesen Vorteil gegenüber den anderen, also jetzt wie zum Beispiel WhatsApp, weil in den Kanälen können eben bei Telegram bis zu 200.000 User pro Kanal mit aufgenommen werden. Mhm. Ja. Das geht ja bei WhatsApp nicht, das ist bei 256 Schluss. Und das ist natürlich das, was man jetzt in den Medien auch liest, was in den Dornenauge ist, dass sich natürlich über solche Kanäle mehr als nur 256 Leute, kleine Gruppen irgendwie verabreden können, gemeinsame Interesse finden können, aber eben, wie richtigerweise wurde ja auch angesprochen, eben auch in ganz anderen Bereichen und das wird einfach nicht kommuniziert. Ja, zum Beispiel Gesundheitskanäle und Kaninchen, Tierschutzvereine und was weiß ich. Man findet dort alles. Also man kann das ja sagen, wie ein neues Internet. Ne? Ja, wie ein neues Internet. Man kann also praktisch sagen, Telegram ist eine Art neues Internet und das ist sich Pavel Durov durchaus bewusst. Das ist eine revolutionäre Geschichte eigentlich. Ganz einfach zu bedienen, wo man sich ganz einfach mit anderen Leuten treffen kann. Und genau das ist das, was die Regierungen jetzt abschalten wollen. Analog dazu könnte man sagen, könnten sie ja auch das Internet abschalten, denn dort gibt es ja auch extreme Seiten. Ja, eben. Also ich glaube, da würden die Regierungen sogar fündiger werden als bei Telegram. Ja? Weil da gibt es mit Sicherheit die ein oder anderen Seiten, wo die fragwürdig sind, das stimmt. Hast du Pavel Durov als visionären Menschen kennengelernt? Also irgendwie als einer weiß, was er macht? Definitiv. Also wie gesagt, wie vorhin beschrieben, sehr zurückhaltend, aber trotzdem dann feststellen können, sehr zielstrebig. Dadurch auch für mich visionär. Er weiß, was er will, er geht seinen Weg. Man sieht es ja. Und weil er eben seinen Weg geht, muss er sich auch entsprechend schützen und verdeckt operieren. Ist das vielleicht das falsche Wort, aber ja, doch. Ja, kann man ja irgendwie auch verstehen. Er soll ja die Zentrale in Dubai haben. Genau. Hier in zwei Towers, also in einer Etage, da zwei Büros oder was angemietet. Das ist am Fuß der Palme übrigens, falls euch das was sagt. Ich war selbst mal in diesem Tower, weil nämlich in diesem Tower auch Wirecard sein Büro hatte. Du wusstest, das hatte ich auch. Und in diesem Büro sollen angeblich 400 Millionen Euro plus gemacht worden sein in einem Jahr. Und als ich das Büro gesehen habe, habe ich gedacht, das kann niemals sein. Gut, also diese Büros sind wohl mittlerweile verwaist. Das ist ja auch klar, also, dass die sich jetzt irgendwo zurückgezogen haben. Ich habe das Gefühl, dass Telegram von einer relativ kleinen Mannschaft eigentlich organisiert wird, die einen großen Dienst managen und deshalb natürlich auch personell wahrscheinlich sehr unterbesetzt sind und da das eine oder andere wahrscheinlich dann durchrutscht. Ja, genau. Also mit ihm zusammen damals habe ich auch dieses enge Team mit kennengelernt. Das ist eine ganz kleine Gruppe mit dabei gewesen. Und da sind sie natürlich auch abseits von uns dann die, aber man konnte das einfach mitbekommen, die Themen, die Strategien für die Zukunft durchgegangen. Und das war nicht mehr als 5 Mann. Das war nicht mehr als 5 Mann? Nein. Also mit Sicherheit hat er noch ein anderes Team, aber das ist, sage ich mal, ist so der Inner Circle. Ja, man kann ja heute mit relativ kleinen Mitteln sozusagen eine große Sache programmieren und dann hat man sowas wie Telegram. Genau. Das ist das, was er gemacht hat. Das System muss wohl auch sehr angriffssicher sein gegen Störungen und so weiter. Ja, also ohne das geht es mit Sicherheit nicht.
Aber deshalb eben war mit Sicherheit auch der Vorteil des kleinen Teams, ja? Weil nur so ist das letztlich irgendwo auch noch kontrollierbar, ohne dass irgendwelche falsche Dinge eingeschleust werden. Und die anderen sind dann auch so Nerds, die ihm da so umgeben? Also das war ganz gemischt. Also Nerds würde ich jetzt nicht bezeichnen, da war wirklich fast jede Art von Charakter dabei. Ja. Also war einfach eine junge Truppe. Er war mit Abstand der Älteste. Die anderen erschienen mir Anfang bis Ende 20. Mhm. Und alles Russen? Pavel ist ja jetzt im Oktober 37 geworden. Mhm. Ja. Alles Russen? Ja. Mhm. Interessant. Komme zurück nach Deutschland. Du bist jetzt ausgewandert. Übrigens, kurios ist ja, dass ausgerechnet die Dubai die schützende Hand über Telegram hält. Das wollen wir jetzt nicht weiter kommentieren, aber hat sich ja hier auch mit den Scheichs mal ablichten lassen vor einigen Wochen. Ja, genau. Und die sind ganz stolz auf ihn, scheint mir. Ja, es der ist neue ein Zuckerberg. Vorzeigebild geworden hier. Genau, ja. Ja. Aber die Situation in Deutschland, die wird ja offenbar immer dunkler, oder? Ja, also wenn ich mich mit zu Hause, mit Freunden, mit Familie unterhalte oder natürlich auch tagsüber die Medien verfolge, es wird sehr dunkel. Und ich sehe momentan da auch wenig Licht. Am Horizont. Es sieht nicht gut aus in Deutschland. Das ist der Grund, warum du hier bist. Ich wünsche dir viel Erfolg ja, bei danke. Allem, was du machst. Ich werde demnächst wieder nach Dunkeldeutschland leider einreisen müssen, bin aber bald wieder hier. Ja, vielen Dank für deinen Einblick in dein persönliches Leben, wie du dich hier selbstständig gemacht hast. Vielleicht ist es für euch ja auch ein Vorbild. Wie gesagt, wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt oder sogar einen neuen Pass, der Link ist gleich hier drunter. Bitte keine Mail schicken, mir nur eine Mail schicken, wenn ihr Kontakte zu Telegram habt, denn es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das Thema mal offensiv auch angeht, das ist auch mein Versprechen an die Truppe oder an die Gruppe von Telegram, sich zurückzuziehen ins Mauseloch ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie, sondern ich denke, man sollte auch nach vorne gehen und sich erklären. Ja, richtig, genau. Deshalb habe ich mich ja an dich gewandt und finde das toll, die Arbeit, die du machst. Man muss Telegram ja positiv in den Vordergrund stellen. Und vielleicht können wir dazu beitragen, die Herrschaften aus dem Mäuseloch zu locken. Das wäre ganz, ganz gut. Wir haben auch einen Telegram-Kanal, MM News offiziell. Der Link ebenfalls hier unter dem Tube. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Steffen, vielen Dank, dass wir uns heute treffen konnten. Danke ebenfalls und schöne Weihnachten.